Okay Leute, willkommen zum Video des heutigen Abends, zum abendlichen Business Talk, zur abendlichen entspannten, gemütlichen Stunde, wo wir ein bisschen über Business, E-Commerce, Online-Marketing und über das Leben reden. Die Bildung ist heute leider nicht on top, aber ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen. Wir sind ja bekanntermaßen kein Mode-Vlogging-Channel hier. Ich meine, es gibt Wochen, da schaue ich tagelang nicht in den Spiegel und mache nur E-Commerce. Aber nun gut, was ist das Thema von heute? Ich hoffe mal, du hast das schon im Titel gelesen, denn heute geht's um Steuern. Ein Lieblingsthema von so vielen unter uns. Es sind die Steuern. Yay! Wir lieben Steuern. Und heute will ich dir einfach einen ziemlich einfachen Trick vorstellen, der so vieles verändern kann. Hätte ich den von Anfang an gewusst, okay, das wäre easy gewesen, das wäre alles leicht gewesen. Ich habe es von Anfang an nicht gemacht. Mein erstes Unternehmen habe ich in Australien angemeldet und im Laufe der Zeit verschiedene Unternehmen angemeldet, abgemeldet, verkauft und so weiter und so fort. Es gibt überall verschiedene Regeln, Sachen, die man beachten muss, Umsatzsteuerregelungen, verschiedene Regeln, was man alles bezahlen muss, was man nicht bezahlen muss, ab wie viel Euro man etwas bezahlt und so weiter und so fort. Darüber wollen wir gar nicht reden. Ich weiß, die meisten von euch sind in Deutschland angemeldet, aber es gibt auch ziemlich viele auf diesem Channel, die sind im Ausland, also in Österreich oder ich meine mehr Ausland, ja, ich meine schon in spanische Richtung oder außerhalb von Europa. Ich schätze mal, es gibt auch ziemlich viele digitale Nomaden auf diesem Channel. Ich war auch monatelang oder auch jahrelang digitale Nomade. Waren vielen dann unterwegs, hab's doch noch geschafft, irgendwann dann mein Unternehmen, mein erstes Unternehmen in Deutschland anzumelden. Und auch innerhalb von Europa gibt es ziemlich viele steuerliche Unterschiede. Okay, beispielsweise die kleinen Unternehmen in Deutschland gibt es bis zur 17.500 Euro Grenze. Aber wenn man ein Unternehmen in Spanien anmeldet, gibt es nicht. Okay, in Spanien gibt es keine Kleinunternehmerregelung, soweit ich weiß. Es kann auch natürlich sein, dass es eine gibt und ich sie nicht entdeckt habe. Okay, aber was wir heute reden wollen, ist eine allgemeine Steuerinformation. Und das habe ich bei meinem Gespräch mit meinem ersten Steuerberater bekommen, diese Information. Das war nämlich, er hat mir gesagt, hey Apo, weißt du was, um dir alles einfach, so einfach wie möglich zu machen, besorg dir einen Ordner, den du überall mitnimmst. Gesagt, getan. Da ist mein Steuerordner. Und er hat gesagt, drück dir jeden Monat die Kontoauszüge aus, hefte sie ab und jede einzelne Transaktion, Einzahlung, Auszahlung, beziehungsweise jede einzelne Quittung, jede einzelne Rechnung ordnest du hinter diesen Kontoauszug. Okay, ganz einfach. Kontoauszüge ausdrucken, jede Quittung dahinter. Hört sich einfach an, ich weiß. Aber wenn man als Unternehmer tätig ist, im Eifer des unternehmerischen Gefechts, vergisst man das ab und zu, ab und an. Darum, was ich mache, einmal in der Woche mindestens nämlich eine Zeit raus und mache das ganze Management. Denn Umsatz zu machen ist eine Sache, es ist wichtig, Umsatz zu machen, keine Frage. Aber die andere Sache, es gibt so viele Menschen da draußen, die den Umsatz ihres Unternehmens kaputt machen, weil ihre Buchhaltung mit Steuern schlecht ist. Okay, diese Leute verderben ihren Umsatz, weil sie nicht die nötige Zeit investieren können, um ihre Steuern gut zu machen. Und ich bin ein großer Fan von Steuerberatern. Das alleine zu lernen, macht das nichts. Bezahlen einen Steuerberater. Wenn du dich fragst, wie viel ein Steuerberater in Deutschland kostet, sagen wir mal 75 bis 100 Euro im Monat, wenn du es monatlich machst, wenn du die monatliche Buchhaltung machst. Und sagen wir mal am Ende des Jahres, manchmal ist mit inbegriffen die jährliche Abrechnung, wenn ich sag mal nochmal 500 bis 1000 Euro am Ende des Jahres. Und kleine Tipps vielleicht noch, Sachen, die mich immer wieder fragt. Was gibt es denn für wichtige Sachen, die mich immer wieder fragt? Auf manche Sachen antworte ich gerne, auf andere nicht, weil ich mich da nicht auskenne. Ich möchte keine falschen Informationen verbreiten. Okay, allgemein, ich bin kein Steuerberater, ich bin kein Steuerfuchs und ich habe keine Deep-Informationen über Steuern. Ich bin einfach nur ein Unternehmer mit einem Steuerberater. Okay, und das empfehle ich dir auch, such dir einen Steuerberater. Das ist mein Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist, besorg den Ordner, hefte alles ab und übergib das deinem Steuerberater. Du kannst als Unternehmer viele Sachen absetzen von den Steuern, okay? Sei es jetzt von der Mehrwertsteuer, wenn du kein Kleinunternehmer bist, oder auch von anderen Steuern. Du kannst beispielsweise, wenn du einen Drucker kaufst, behalte einfach die Rechnung, hefte sie ab. Im schlimmsten Fall wird es einfach nicht akzeptiert. Oder dein Steuerberater sagt, was soll denn der Mist? Wieso gibst du mir das mit? Das können wir noch nicht absetzen. Okay, dann tust du das einfach raus. Aber es gibt viele Sachen, die du absetzen kannst. Besonders wenn du, auch wenn du ein Homeoffice hast beispielsweise. Ich glaube, du kannst sogar einen Bruchteil deiner Miete dann absetzen. Aber ich bin mir nicht sicher, diese Angabe ist ohne Gewähr. Du kannst auf jeden Fall viele Sachen absetzen. Du kaufst dir einen Drucker für dein Unternehmen, setz es ab. Du gehst mit deinen, oder du machst ein Geschäftsmeeting im Restaurant,
setz es ab, du fährst irgendwohin geschäftlich, setz es ab, du fliegst irgendwohin geschäftlich, setz es ab. Sammel einfach alle Belege und schlimmstenfalls wird es einfach abgelehnt. Okay, ich meine, Finanzamt sind keine Monster, sind auch einfach normale Menschen wie du und ich. Und wenn du keinen Steuerhinterzug planst, dann wirst du auch höchstwahrscheinlich keine Probleme haben. Okay, Kooperation sind wichtig mit deinem Finanzamt, mit deinem Steuerberater, mit deinen Partnern und integrier dich. Ich weiß, es ist viele haben Angst vor den Steuern. Aber ich sag mal so, spring ins kalte Wasser, mach das paar Monate, paar Jahre. Irgendwann gewöhnst du dich dran, irgendwann weißt du, wie das Ganze funktioniert. Und diese Gedanken und die Steuern werden immer weniger. Okay, das war's zum Video von heute. Ich werde dir unten we einige Videos verlinken zu Online-Business aufbauen, zu meinem anderen Steuervideo, was ich vor einiger Zeit mal gedreht hatte, im T-Shirt-Business Steuern. Werde ich dir alles unten verlinken. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz entspannt morgen Abend wieder mit einem neuen E-Commerce-Video. Wenn dich heute ein Thema interessiert, schreib es in die Kommentare und vielleicht drehe ich ein Video dazu. Bye bye, peace out und bis morgen.